Wie stehen die Christen in den USA zu Donald Trump und seiner Politik? Das ist eine Frage, die man von den einzelnen Politikpunkten abhängig machen muss, die man nicht ganz einfach beantworten kann. Wenn es zum Beispiel um das Thema des Lebensschutzes, das Thema der Abtreibungen geht, dann hat die Kirche, haben die Christen hier einen Standpunkt, der mit der Politik von Trumps Republikanern im Großen und Ganzen übereinstimmt. Lebensschutz ist wichtig und muss durchgesetzt werden. Wenn es auf der anderen Seite aber um das Thema der Migranten und Flüchtlinge geht, da vertritt die Kirche einen komplett anderen Standpunkt. Die Kirche setzt sich für Flüchtlinge ein, die hier ins Land kommen. Trumps Republikaner sind da eher zurückhaltend, was dieses Thema angeht. Die katholische Bischofskonferenz in den USA hat ein Dokument vor der Wahl herausgegeben, das die Wähler dazu aufgerufen hat, nach ihrem Gewissen zu entscheiden und das Ganze nicht von einem einzigen Punkt der Politik abhängig zu machen. Was ist mit Trump und seiner Regierung persönlich? Viele Katholiken gibt es da tatsächlich. In den jetzigen und ehemaligen Positionen sind das unter anderem der ehemalige Pressesprecher Sean Spicer, die Beraterin Kellyanne Conway oder auch Steve Bannon, über den gerade debattiert wird. Viele oder die drei in diesem speziellen Punkt sind alle drei katholisch. Nach Angaben von Kirchen hier im Land sind sie das auch überzeugt. Ob sie diese Überzeugung wirklich in ihre Politik einbringen können, das ist eine andere Frage. Aus den USA, direkt hier vor dem Weißen Haus, ist das fürs Domradio Renato Schlegelmilch.